gibt ja in dieser Liste noch den neu gewählten Ministerpräsident der Slowakei, glaube ich. Ja. Ja, dann gibt es Herrn Viktor Orban in Ungarn. Der ist auch nicht gerade EU-freundlich. Dann gab es den Wahlsieg der PiS in Polen. Aber das ist ja möglicherweise ähnlich wie in den Niederlanden. Wie gefährlich ist denn das für die EU insgesamt? Naja, wie gefährlich ist es? Der Kollege hat, glaube ich, völlig recht. Und da können wir auch froh drüber sein. Geert Wilders wird ganz offensichtlich nicht Ministerpräsident der Niederlande, weil das ist wahrscheinlich... Wette gilt? Nein, nicht. Aber das kann ich nicht wetten. Aber ganz offensichtlich ist er mit diesen radikalen Positionen, auch wenn er im Wahlkampf offenbar da ja auch die etwas runtergedreht hat, aber prinzipiell steht er für die ja, zwar gewählt worden, das heißt aber noch nicht, dass er damit dann auch eine parlamentarische Mehrheit kriegt. Na, aber Ministerpräsident wird er schon werden, glaube ich. Also, er wird nur auf dem Weg zum Ministerpräsidenten Koalitionsvereinbarungen schließen müssen, die dann seinen radikalen Forderungen die Spitze nehmen. Das glaube ich schon eher. Okay, das mag sein. Das, da bin ich zu weit weg von der holländischen Innenpolitik. Ja, aber braucht man nicht angesichts dieser ganzen Entwicklung innerhalb der EU ein neues Fundament, ein neues Konstrukt, eine neue Verfassung für die EU? Wir merken doch, dass es überall fängt es an zu bröckeln, zu brennen. Und naja, wir sitzen hier und sagen, na gut, wird nichts passieren. Das ist ja eine globale Entwicklung, habe ich den Eindruck, dass es hin zu eher autoritären Personen in der Politik geht, dass die vermeintlich starken Personen stärker gewählt werden als diejenigen, die auf Ausgleich und Gemeinsamkeiten setzen. Das werden wir in den USA vermutlich oder könnten wir erleben bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Da gibt's ja einen globalen Trend dazu. Ob das dann bedeutet, dass die EU sich eine andere Verfassung geben muss, das sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Aber wir müssen vielleicht drüber... Ich glaube tatsächlich eher, dass das Funktionieren der Europäischen Union in den vergangenen Jahrzehnten, also die langjährige Erfolgsgeschichte dieser Staatengemeinschaft eher dazu führt, dass diejenigen, siehe Meloni, die da jetzt von rechts außen da reinkommen, sich abschleifen.